Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Force of Nature. Wir hatten das letzte Mal da hinten noch ein bisschen rumgebastelt. Ich habe jetzt, da sieht man es auf der Karte, so ein bisschen noch die Zäune umgesetzt, dass wir den Weizen im Grunde dann hier rüberbringen. Oder besser gesagt halt diese Dinger hier. Es ist halt jetzt ein bisschen Rennerei, aber ich wollte es mit euch gemeinsam machen, weil es gehört einfach dazu. Und ich war halt jetzt halt mindestens schon wieder eine, ich sag mal, Dreiviertelstunde oder was hier am Rummachen und am Rumtun. Also es ist wirklich ohne Ende. Man kann sich so verlieren in dem Spiel, weil man halt wirklich immer irgendwas hat zum Tun. Und es macht einfach so viel Spaß. So, den da hinten bitte. Was war jetzt? Ist es da jetzt kaputt gegangen oder hat der da irgendwas? Ach so, das andere. Natürlich, der ist ja am Abbauen immer gleich. Jetzt habe ich schon Schrecken gekriegt. So. Jetzt habe ich schon den Schrecken gekriegt. Weil es ist klar, der hat ja als erste Priorität das Abbauen drin. Von daher macht er natürlich das zuallererst. Genau. Aber das Schöne ist, dass er auf jeden Fall auch am Produzieren ist, da noch nebenbei. Kühlerofen habe ich natürlich durchlaufen lassen. Da hinten habe ich schon wieder Kupfer zum Schmelzen angegeben. Habe dann auch gleich wieder was habe ich gleich nochmal? Nägel hergestellt und auch noch ein paar Bleche. Naja, ist halt so einiges zu machen, ist ganz klar. So, dann das da. Die Wege werden kürzer. Zwar nicht sehr viel, aber ein bisschen. So, jetzt das hier. Und die nächsten kommen dann dahin. So. Hier in das Düngerlager müsste ich normalerweise, habe ich den Dünger noch nicht eingesteckt, ne? Ne, wo war denn der da? Truhe. Weil die Truhe werde ich sowieso umsetzen. Warte mal, das kann ich eigentlich gleich machen, ne? Gleich die Truhe umsetzen. Zum einen mache ich hier eine hin. Und der kommt. Postbehälter, warte mal, den kann ich gleich leer machen. Den tue ich dann im Grunde dann gleich hier hin. So, jetzt brauche ich natürlich nochmal Stöcke und Seile. Schon lange nicht mehr so geregnet, aber ist in Ordnung. Genau, Stöcke, ich war ein bisschen am Farmen, wie ihr seht. Stöcke, Seile werde ich wahrscheinlich gar nicht so viel haben, ne? Ich nehme jetzt aber mal alles raus. Nee. Und zwar, wenn ich jetzt da... Dann müsstest du quasi hier stehen. So, und dann müsste ich bauen. Zack, drack. Holzzaun. Bauen. So, und zwar einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und sechsmal. So, dann brauche ich natürlich auch die Ecken. Da einmal, zweimal, dreimal und viermal. So, dann hätte ich das. Dann werde ich natürlich wieder... Also wenn es so regnet, dann wirklich immer nur ganz kurz. Das finde ich auch okay. Bringen tut mir der Regen wahrscheinlich eh nichts. Weil wenn ich die Pflanzen ansähe, dann muss ich ja trotzdem... Ja doch, das passt schon. Dann muss ich ja trotzdem Wasser verwenden. Also von daher werde ich da nicht drum rumkommen. Aber ich denke, so langsam wird es auch ungefähr so, wie ich es mir dann... Also das mit den Feldern, das werde ich dann da lassen.
Und ich hoffe, dass das wirklich ausreichend ist. Zack. Das ist halt schon cool, ne? Mit diesen Geistern. So, und dann kommst du eben noch da rein. So, dann müsste ich bauen nochmal eine Kiste, bitte. Fehlen mir jetzt Bretter und Nägel, das ist aber auch kein Problem. Genau, Bretter habe ich nämlich einige. Und Nägel müsste ich auch einige da hinten drin. Ja, gehen wir zum Amboss. Ich muss zuerst einmal die Nägel herstellen. Geh näher ran. So, wir kriegen ja 20 Nägel gleich mal raus. Das heißt, ich kann sowieso dann gleich die erste Kiste mal machen. Bauen. Kiste. Und zwar hier nochmal daneben. Und da ist auch ganz egal wie. So, Düngerlager. Ach ja. Oh Mann, ich bin so... Es ist oft, also... Und ich bin mir sicher, dass es euch genauso geht. Da bist du dann so in dem Tran drin, dass du ja was machen möchtest oder musst. So. Wir nehmen jetzt mal natürlich die Sachen hier alle raus. Auch beim Wasser würde ich rausnehmen, was geht. Geht nicht mehr. Den Korb nehme ich jetzt einfach mal und stelle ihn dahin, das ist egal. Weil da hinten kann ich ihn nicht brauchen. Da habe ich jetzt dann die Kisten. So. Gehen wir erst einmal in die Truhe rein. So, in die Truhe würde ich dann tatsächlich den Kot und den Dünger schmeißen. Obwohl, warte mal, den Dünger, den müssen wir ja hier rein tun, ne? Genau. Nehmen wir den noch mit raus. Dann kommst du da noch mit rein. So. Ich denke mal, dass das jetzt dann in Ordnung ist. Also ich habe ja Baumwollsamen, ich habe Leinsamen, ich brauche Weizensamen, genau. Ich möchte nämlich hier... Wasser habe ich hier einstecken, okay. Dann können wir nämlich jetzt halt hier Weizen anbauen. Was ist damit? Salpeter? Wachstumsgeschwindigkeit plus 20, Erntemenge plus 20? Na holla. Aber trotzdem nehme ich natürlich den Dünger. Aber das Düngerlager ist doch... Ach so, das greift ja dann drauf zu. Jetzt, okay, das ist dann automatisch. Und wenn ich wahrscheinlich den Salpeter drin habe, dann greift das Lager eben da drauf zu. Zack. Gut. So, Kompostbehälter brauchen wir ja Code. Den Code brauchen wir da. Und können dann quasi hier 40 Mal, besser gesagt gleich 80 Mal, das Ganze herstellen. Sofern ich natürlich so viel Zeug habe, ne? Ja, ist egal. Das passt schon. So, und hier können wir uns vor allem dann das Zeug reintun. Und... Tja, jetzt ist dann nur die Frage mit dem Wasser. Dann können wir quasi in die Truhe... Können wir dann eigentlich das Wasser reintun. Und wir können hier auch die entsprechende Samen reintun. Perfekt. Dann hier noch zwei Wasserdinger hin. Warte mal. Ich schaue nochmal, ob das auch geht. Wahrscheinlich nicht, ne? Dann werde ich mal hier ganz kurz die Dinger wegfarmen.
Stöcke brauchen wir ewig immer wieder. Also von daher. Wie ihr seht, ich habe, also vielleicht sieht das, dass ich da unten halt auch schon einiges an dem Zeug verbraucht habe. Ich habe mich aber trotzdem dann zurückgehalten und habe mich selbst regenerieren lassen wieder. Weil wenn wir dann auf Tour gehen, dann ist es ja schon so, dass wir... Das 1% kannst du noch. Jawohl, das ist am... Dann haben wir jetzt halt Äste noch drin. So, und da ist halt dann die Frage, wo mache ich dann die anderen Felder noch hin? Aber ich denke, so ist es ganz gut aufgebaut. Ich habe jetzt halt hier dann direkt Komposter, ich habe das da. Dann würde ich nämlich, wenn es ginge, würde ich dann da im Anschluss gleich nochmal ein Feld machen. Aber wird nicht gehen. Eventuell dann, wenn die Sachen hier weg sind, dass ich dann da nochmal ein Feld dazwischen baue. So. Schauen wir mal. Stöcke, die müssten ja jetzt halt reingehen wieder. Zumindest halt immer so weit. Wir können ja mal schauen, ob wir noch ein bisschen Kohle herstellen, Glut herstellen können. Zumindest was halt geht, ne? Ja, konnten wir sogar verarbeiten, das ist gut. Das lasse ich jetzt einfach. Wenn es nicht drauf... Ich weiß nicht, ob das drauf stackt. Wahrscheinlich hört es auf, oder? Ich weiß nicht, ob da mehr gehen als 99. Kein Platz für abgeschlossene. Ja, das ist egal. Das passt schon. Hauptsache, ich habe die Stöcke. Ich habe die Stöcke weg. So, ich tue nochmal die Bräder weg. Und ich tue auch nochmal die Nägel weg. So, Salpeter haben wir. Das ist schön. Den Salpeter könnte ich dann eigentlich auch beim Dünger hinten reintun. Vor allem habe ich das Zeug da noch vergessen. Genau, das dann müssen wir mitnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass ihr wisst, für was ich das brauche. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr es wisst. Und übrigens, Like da lassen, nicht vergessen. Würde mich auf jeden Fall supporten, mir sehr gut helfen. Freue ich mich immer drüber. So, dann haben wir das da. Dann tun wir den Salpeter noch mit rein. Und in die Truhe kommen dann eben die Samen rein. So, Essen habe ich hier drauf liegen, das Spiegelei. Und dann haben wir hier nochmal eine schöne Auswahl an verschiedenen leckeren Gerichten. Also wenn man auf Tour geht, ist es wirklich, man muss sich erst einmal so extrem vorbereiten. So, wir gehen Cassiopeia und hüpfen nach Nashira. Ich glaube nämlich, dass wir entweder die Höhle komplett erforschen können. Geh mal auf deinen... Achso, warte mal. Ja doch, ich verballe erst einmal die Pfeile noch. Also ich habe eigentlich nicht vor, dass ich die Gegner respawnen lasse. Sondern das, was da ist an Gegnern, ist eben da und das passt. Müll. Da ist wahrscheinlich eh nichts drin. So. Da, es sind zwei Wege, die hier lang gehen. Einmal nach links und einmal rechts rum. Ich denke, das hier wird eine ganz normale Sackgasse sein. Ja, wie ich es mir dachte. Also Sackgässlein. Da haben wir zumindest ein bisschen Salpeter zum Abbauen. Aber das mache ich jetzt nicht. Ja, komm jetzt. Hau halt zu. Gut. Dann können wir nämlich die Pfeile hier mal drauf machen. Oder warte mal. Ich tue gleich den 100er Stack drauf und wenn ich die ersten zwei verschossen habe, dann weiter.
Tropfen sogar Schwefelerz, auch nicht schlecht. So, bist du auf der 2? Nein, du bist nicht auf der 2. Schieß halt mit dem Pfeil, Mensch. Was rüste ich denn das aus? Einmal auf die 6, bitte. Mal gucken. Ja, also es dauert noch ein bisschen, aber ich denke, dass wir doch bald... Weg. So, normalerweise sollte... Es ist echt schade, dass die Pfeile so schnell weg sind. So, dann kann ich euch noch damit drauf... Kannst du den jetzt endlich hauen? Ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das Ganze. Ich bin mal gespannt, wo es dahin geht. Du lädst noch auf, ja. Dann machen wir mal die Karte zu. Wahrscheinlich ist es auch etwas, was den einen oder anderen nervt. Gut, gleich wieder was essen. Gleich wieder auf den Bogen. Also man muss hier wirklich... Oh, das sind mir dann ein paar zu viel. Okay, gut. Gut, gut. Warte. Du kannst den Trink gleich noch zu dir nehmen. Wenigstens haben wir zwei Pfeile, die wieder gedroppt sind. Oh, nice. Passiert dir nicht so oft? Oh, da ist noch ein Pfeil. Sind halt wieder zwei, ne? Kannst du zuhauen? Das ist ein automatisches Kämpfen, wäre nicht einmal so verkehrt, ne? So, gleich nochmal was essen. Und dann gleich nochmal Ausdauer. Spiel gespeichert ist auch gut. Geh auf deinen Bogen, weiter geht's. Das Ganze halt Schritt für Schritt hier sauber machen, ne? Das sind halt echt einige Gegner hier. Wo schießt denn du hin? Schauen wir mal rein. Hallo, Besuch ist da. Treff halt! Ich muss auf jeden Fall Ding machen hier. Also Skillung mit Trefferchance. Haut zu! Yes. Gut, gleich wieder was essen. Anders geht's einfach nicht. Vor allem, ich möchte vorankommen. Ich kann natürlich noch bei kleineren Mobs dann leveln. Das wäre auch möglich, aber ich denke, das dauert wesentlich länger. Warte mal, machen wir die Karte nochmal auf.
Okay, das sind zwei Wege. Einer geht da runter und der andere geht dahin. Schaut mal aus wie eine Sackgasse. Nee, doch nicht. Alter! Moment, da gehe ich natürlich auf mein Ding hier. Okay, weg. Ich muss warten, bis der... Ding abgelaufen ist. Das Dumme ist jetzt, wenn ich die zurückführe. Kannst du den jetzt hauen? Achso, der hat bloß nur einen Schlag. Okay. Achso, hat. Hä? Der andere hatte noch einen Schlag. Alter, jetzt aber hier. Gleich noch die kleinen mit aufbrauchen. Also die kleinen Portionen. Wahnsinn, ey. Die müsste eigentlich schon kugelrund sein, die gute. So viel wie ich hier futter. Kann ich schon? So. Ausdauermäßig habe ich nichts mehr. Ist okay. So, und dann auch noch mal essen. Ja, wenn da 5 oder 6 Stück auf einen zukommen, ey, dann musst du erst einmal die Beine in die Hand nehmen. Ich lasse jetzt auch die Karte offen. Ich schaue, dass ich mich da am Rand halte, dass ich da nicht irgendwen ziehe. Ich würde nämlich zuerst einmal gerne in diesen Auslieger hier gehen. Vielleicht waren das ja schon alle, die da sind. Nee. Ach! Ach! Von hinten kommen wir jetzt halt auch an, ja? Nein! Nein, weiter. So, wir laufen jetzt wieder in die Richtung. Nein, weiterlaufen. So, und gib ihm Saures. Gleich was essen, bitte. Okay. Heftig. Es ist klar, wenn da gleich 4, 5 Leute kommen, ne? Warte mal, dann essen wir uns noch ein... Okay, das hau ich mal noch rein hier. Der gibt nämlich noch ein bisschen Ausdauer, das ist dann ganz gut. So, ein Pfeil ist gedroppt gewesen, jawohl. Wenn jetzt sogar noch ein zweiter, ich weiß es nicht. So, schön hier am Rand halten. Nicht, dass ich da irgendwo hier nochmal jemanden rauspulle. Ich bin halt kein DD. Das ist eine Sackgasse. Ich hab gegen die gekämpft, obwohl es um eine Sackgasse ging. Ah, naja. Was soll's, du kannst mal einen Ausdauertrank trinken. So, schauen wir mal, was wir hier pullen. Da sind jetzt 2 Wege. Oh Gott, da haben wir einen.
so gleich weiterschauen. Ja. Da. Ey, verhaust du drei Pfeile? Ist es dein Ernst? Hau halt erst einmal einen nieder. Dass ich dann immer gleich zwei angreife, ist es doch wesentlich besser, wenn ich dann... Warte mal, das haben wir 25, 30, 45, ne? So, jetzt kommt ihr wieder zu dritt, ja? Schaut euch die feige Bande an hier. Komm her. Hau halt erst den einen tot, bitte. Der braucht aber wirklich nur noch immer so ein bisschen hier. Ich weiß halt nicht, ob hier ist das jetzt eine Sackgasse. Wahrscheinlich ist das hier die Sackgasse. Weil ja hier abgebrochen ist, aber ich möchte natürlich alles erforschen, ne? Das ist klar. Mein Pfeil, den wollte ich nochmal holen. Müsste ich doch aber langsam auch mal hier ein Level-Up haben. Ja, nicht mehr lang. Ich will hier endlich mal ein bisschen mehr Schaden machen. Warte mal, ess mal was. Und dann gleich nochmal einen Trank mit hinterher. Oh Mann, das ist wieder eine große Meute. Wie auch immer zuerst dasteht. Krieg den ersten Pfeil. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das hinhaut. Nein, nimm deinen... Der braucht halt echt nur noch einen Treffer, ne? Man trifft halt immer zuerst den, der vorne steht. Das ist ja auch ganz klar normalerweise. So, nimm die Eins in die Hand. Oh Mann. Und renn. Kannst du den jetzt... Geh mal ins Menü, du kannst ja noch ein Brötchen gleichzeitig essen. Das ist ja... Das ist ja legitim. Da haben wir nochmal einen Pfeil. Geh gleich auf die 2. So, jetzt muss ich die Karte wieder einblenden. Durch das, dass ich die rumgedreht habe, verwirrt mich das dann immer. Ein kaputtes Schild. Ich bin vor allem auch immer gespannt, wenn wir jetzt dann was Besseres finden, materialmäßig Eisen. Ich hoffe, ich kann mir dann auch bessere Rüstung bauen. Ich meine, ich kann schon bessere Rüstung bauen. Aber mir fehlen halt trotzdem noch die ein oder anderen Mats, ne? Weg, 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 weg! Mann! So, wenn du ein Stück weg bist, dann kannst du hier mal anlegen. Hau hin! Ich hasse es, wenn dann einer hier so angekratzt ist. Wenn dann einer hier so... Achso, jetzt habe ich eh Level up, ne? Okay, geh mal da drauf. Wir gehen mal ganz kurz auf die Skillung und ich hoffe... Ich tue die jetzt mal hier hin. Also, zum einen... Ausdauer... Das kann ich nicht machen, erst ab Level 11. Na super. So, was haben wir hier? Panzer. Skill zur Nutzung einer Schnellwahltaste zuweisen... erhöht zeitweise den eigenen Rüstungswert. Level 1 in Abklingzeit 20 Sekunden, ne?
Aber mein Gut, die Rüstung haut's halt hoch. Ich müsste nur öfters einmal die Rüstung verwenden. So, dann haben wir verbesserter kritischer Schaden. Das ist die Taste, die ich auch immer wieder nutze. Von daher nehme ich das auch, weil die Abklingzeit besser ist und der Schaden ist höher. Was habe ich denn da? Ansturm ermöglicht eigenes Voranstürmen in Richtung des Mauszeigers. Ansturmreichweite, das ist Bauen. Das ist die Ausdauer. Die Ausdauer wäre im Grunde auch nochmal ganz gut, ne? Zwei Punkte habe ich noch zum Verteilen. Was habe ich hier? Giftwiderstand, den brauchen wir wahrscheinlich jetzt noch nicht gleich. Achso, den kann ich eh nicht ausbauen. Ich bin echt gezwungen, halt manche Ausbauten zu nehmen, ne? Also zum einen werde ich dann die verbesserte Ausdauer nehmen. Und das andere ist dann natürlich der Panzer. Was anderes kann ich nicht machen. Das Bauen ist mir egal. Wenn ich da ein paar Sekunden länger brauche zum Bauen, wurscht. So, jetzt brauchen wir 4700. Das Gute ist halt allerdings, dass... Also, ob man es so macht oder so, ist ja egal. Ne? Wir haben 2800, auf 4700 geht's. Wenn es jetzt auf 1900 wäre und das hier auf 0, wäre es ja das Gleiche. Also von daher ist es wurscht. So, wir sind voll. Wir stürmen voran. Ja, komm her, komm her, komm her. Jetzt hau ich dich aber gleich weg hier aus den Latschen. Ja, solange ich noch voll bin, habe ich große Klappe, ne? Ich muss nur... Was ist denn das mit der Abklingzeit? Laufen die alle gleichzeitig? Ach, da steht noch einer! Den Sack habe ich gar nicht gesehen. Das ist einfach viel zu dunkel hier. Nein. Rüst mal. Essen. Also ich habe jetzt die Rüstung verwendet, ne, ist klar. Okay. Jetzt sind hier wieder zwei Wege. Ach, warum versteckt ihr euch in meinem Schatten? Ich sag doch, sie hat vielleicht doch ein bisschen zu viel... Ey, es kommen ja immer mehr, ne? Das andere Gute ist natürlich, wir skillen. So, bitte was essen. Haben wir da eine Sackgasse? Okay, hier ist eine Sackgasse. Ich muss mal gucken, ob ich... Hey, komm, triff den. Ich meine, das ist... Das ist gut. Also wenn ich die aus der Entfernung mal ein bisschen treffen kann, dann ist das natürlich schon gut. So, aber wir müssen natürlich da auch durch, ne? Und ich möchte wissen, was da hinten ist. Aber so wie es ausschaut, wird hier nur Schwefel sein. Hauen wir mal ab. Du kannst mal Ausdauertrank trinken. Und dann baust du den auch gleich ab. Dass sich's wenigstens lohnt. So, gleich nochmal einen Trank hinterher, bitte.
Wahnsinn, so schnell ist eine halbe Stunde rum, ne? Lass mal auf die Map schauen. Ich weiß halt nicht, was da hinten kommt, ne? Lohnt sich das da vielleicht nochmal ein Ding hinzustellen oder nicht? Das weiß ich nicht. Aber wir werden es das nächste Mal rauskriegen. Also sorry, dass es heute ein wenig dunkler war und wir recht viel Gekämpfe haben. Noch reicht mir das Zeug aus. Ich habe auf jeden Fall noch genug zum Essen. Ich habe auch noch genug Ausdauertränke. Von daher würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich jetzt schon mal für ein Like, für Kommentare und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.